Hi, ich bin Anna, ich studiere im zweiten Semester Szenenbild an der Filmakademie in Ludwigsburg und ich nehme euch heute via digitalem Rundgang mit durch den Campus, zeige euch, was es hier so zu sehen gibt, was wir hier machen und vor allem, was wir im Szenenbild tun und woran wir gerade arbeiten. Seit nun knapp 29 Jahren gibt es die Filmakademie hier in Ludwigsburg und jährlich entstehen hier bis zu 300 Filme in verschiedenen Filmgenres. Mitten im Zentrum von Ludwigsburg befindet sich der Campus der Filmakademie. Hier entsteht nicht nur eine Vielzahl toller Filmprojekte, sondern auch eine familiäre Gemeinschaft unter den Studierenden. Auf unserem Campus befinden sich neben den Räumlichkeiten der Akademie auch noch eine Bibliothek, ein Kino und zwei Restaurants, bei denen wir mittags vergünstigt essen können. Das hier ist unser Kino Caligari. Dort schauen wir uns die entstandenen Filmprojekte an und gehen dann anschließend im Engel einen drauf trinken oder halt wie jeden Tag dort essen. Damit ein guter Film entstehen kann, müssen natürlich alle verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten. Wir im Szenenbild sind für die Filmwelten verantwortlich. Dies beginnt meistens bei uns im Atelier. Hier in unserem Szenenbild-Atelier sitzen wir mit vielen kreativen Köpfen zusammen und tauschen uns über unser Vorhaben oder unsere Projekte aus. Jeder, der möchte, kann sich hier einen Arbeitsplatz einrichten und hier beginnt die Konzeptphase. Erste Ideen entstehen hier meistens auf dem Papier. Dann suchen wir passende Stimmungsbilder raus und entwickeln unsere Ideen bis zu einem 3D-Modell weiter. Manchmal bauen wir von unserem Endergebnis dann auch noch ein kleines Modell zur Veranschaulichung. Hier unten befinden wir uns in unserem Fundus- und Requisitenkeller. Hier sammeln wir von alten Sets, Türen, Fenster, die man dann vielleicht für nächste Sets nochmal benutzen kann, sodass wir nicht immer wieder von neu anfangen müssen zu bauen. Die sind natürlich dann nicht selber gebaut, sondern die sind dann gekauft oder von eBay, die wir dann aber für uns benutzen. Ist die Entwurfsphase abgeschlossen und für einen Studiobau genehmigt, wird dann in unserer Werkstatt angefangen, das Set zu planen, zu konstruieren, zu bauen und zusammenzusetzen. Das hier ist zum Beispiel ein Konstruktionsplan von unserem letzten Set, wo wir dann uns überlegt haben, wie wir eine Hausfront aufteilen, zusammenschrauben und aufbauen drüben. Damit wir die Maschinen hier in der Werkstatt bedienen dürfen, machen wir im ersten Semester einen Maschinenscheinkurs. Unser Studiengang Szenenbild ist ein Diplom-Aufbaustudiengang, weswegen man vorher einen abgeschlossenen Bachelor vorweisen muss. Ich habe zum Beispiel vorher Innenarchitektur studiert und erhalte dann nach 2,5 Jahren Studium hier mein Diplom. Nun sind wir hier im ADE-Studio. Entwurfsphase, Konstruktionsphase ist nun abgeschlossen und wir begeben uns an den Bau. Wir bauen hier fiktive Filmwelten, die es im realen Leben nicht gibt oder schwierig aufzufinden sind und erleichtern uns damit das Drehen. Im dritten Semester haben wir den Set Extension Workshop. Dort arbeiten wir zusammen mit Studenten vom Animationsinstitut. Die blauen Vorhänge, die ihr im Hintergrund sehen könnt, werden später am Computer mit Leben gefüllt.
Wenn abgedreht ist, wird das ganze Set wieder in seine Einzelteile zerlegt und weitestgehend wieder verwendet für nächste Produktion. So, nun hoffe ich, dass euch der digitale Rundgang gefallen hat und ich euer Interesse wecken konnte. Vielleicht sehen wir uns demnächst hier in der Szenenbildwerkstatt und lernen uns persönlich kennen. Laufen wir aus dem Bild noch raus? Wohin? Da.